Da ja außer mir im zweiten Teil keiner mehr redet, könnte ich noch was hinten dranhängen, was jetzt hier nicht steht. Gottes Wille, das ist, klingt für uns etwas bizarr, dass sich das in der Geschäftswelt spiegelt. Das ist in den USA überhaupt nicht bizarr. Ich habe zwischendurch überlegt, ob Erich Fromm das Buch überhaupt noch geschrieben hätte heutzutage in den USA. Wenn Sie überlegen, was in dem Land passiert, wie der Wahlkampf aussieht, wie die Republikaner ihren Kandidaten für das mächtigste Amt auf der Erde bestimmen. Gottes Wille ist für viele Amerikaner etwas, was sie kennen. Es ist nämlich das meistgelesenste Buch der Amerikaner. Das taucht aber in keinen Bestsellerlisten auf. Es ist ein Buch der evangelikalen Christen. Das ist eine Buchserie, genauer gesagt. Kein Buch wird mehr verkauft als in dieser Serie. Die tauchen nur nirgends auf. Und da geht es immer um dasselbe. Armageddon. Die evangelikalen Fundamentalisten in den Vereinigten Staaten, die maßgeblichen Einfluss unter Umständen auf den nächsten amerikanischen Präsidenten haben, wünschen sich nichts mehr, als dass die reinigende Kraft von Gottes Willen sich in einem Armageddon, in einer letzten Schlacht entlädt. Und damit sind sie nicht allein. Denn ihre Kollegen von den fundamentalistischen jüdisch-orthodoxen Juden und die islamistischen Fundamentalisten in Persien und in anderen arabischen Ländern haben genau dasselbe vor. Diese scheinbaren Todfeinde vereint der Wunsch, man möge es bald zu Armageddon kommen zu lassen. Die verabreden sich und sogar der Platz ist bei allen drei fundamentalistischen Orientierungen der gleiche. Sie haben sich verabredet für das Zweistromland. Die überlegen Termine. Sie treiben es voran. Da haben wir alles recht, ohne Katastrophenfanatiker oder ohne Verschwörungsfanatiker zu sein, skeptisch, misstrauisch zu sein und ohnmächtig zu fühlen.